Naja, als Referent habe ich eben gemerkt, dass die Leute interessiert waren. Und als Zuhörer habe ich gemerkt, dass das Programm sehr intelligent ausgesucht war. Also es gab einerseits die, wie bei mir in erster Linie, die bekannte traditionelle Industrie, Wirtschaft und auf der anderen Seite diese wahnsinnige Entwicklung, die man heute in der Digitalisierung erlebt und die man normalerweise ja nicht im täglichen Geschäft erlebt. Und da waren Vorträge dabei, die waren sowas von spannend, angsterregend, aber auch irre. Und das war gut ausgewählt. Ja, ich fand es vielleicht weniger seminarhaft. Also es war ja, Gleiche untergleichen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Leute irgendwie aus ihrer Verantwortung heraus sich interessieren für die Inhalte und hier nicht auftreten, um irgendwie aufzuspielen oder was. Mache ja immer mal wieder solche Veranstaltungen, aber es ist natürlich für einen, der sich da Gedanken macht, was er vorträgt, finde ich es immer sehr angenehm, wenn am Ende, ja, man ist ja auch ein Stückchen eitel, aber am Ende eben jemand kommt und sagt, das hat mir was gegeben, das fand ich gut oder da habe ich was gelernt, da habe ich noch etwas nicht bedacht, das ist gut und das Interesse war eben da. Ja, ich habe mir das Datum notiert.